Liebe Freunde, willkommen zurück. Nachdem Frankreich beim letzten Mal kapituliert hat, können wir uns jetzt auf unsere verbliebenen zwei Hauptkonkurrenten stürzen. Da wäre einmal Großbritannien bzw. die Britische Republik und der Norddeutsche Bund. Jawohl, also die Flanke hier, die Front, die müssen wir gar nicht mehr beachten. Wir haben jetzt einige Generäle, die mobilisiert sind, aber die keine Aufgabe zugewiesen haben. Und vor allem hier der André de Kreuder fällt mir auf. Der hat ja 157 Bataillone. Das ist schon sehr krass und er macht halt nichts. Wir werden mal schauen. Hier, ich wende mal die Pause. Die Schlacht hier, die wurde noch ausgefochten. Die ist jetzt vorbei. Und dann können wir den André de Croix ja mit einer Marineinvasion mal nach zur Britischen Republik schicken. Und der hat die besondere Fähigkeit, Waldkampfexperte. Und hier sind ja einige Wälder. Ja. Dann schickt man den doch ruhig mal darüber. Mit einer Marineinvasion. Wir nehmen dich dafür. Du schadest hier eine Marineinvasion. Du wirst abgefangen von 75 Flottillen. Ah. Ja, okay, aber du hast selber 80. Das muss doch schaffbar sein. Du nimmst den anderen Decoy mit. So. Und... hier bei der Front, das ist halt total übertrieben. Da kann halt nur eine Schlacht stattfinden und wir haben da so viele Generäle. Wäre halt viel besser für uns, wenn wir da noch weitere Fronten aufmachen würden. Und wir schauen mal, welchen der Generäle wir dann nehmen. Ja, direkt gibt es Offensive, plus 10%, okay. Also, den Emanuel, den nehmen wir. Und dann nehmen wir unsere zweite starke Flotte. Ja, vielleicht auch die hier. Schauen, Marineinvasion. Werden von 61 abgefangen. Okay, dann nehmen wir doch die 80er Flotte. Hat gesagt, wir nehmen den Emanuel mit. So, okay. Wir haben keine Fronten unbesetzt. Gegen Frankreich kämpfen wir ja nicht mehr. Hier sind wir überlegen. Jawohl. Also wie gesagt, keine Fronten sind unbesetzt. Und ohne die Franzosen sieht es hier mau aus für die anderen. Die Marineinvasionen, die finden statt in 35 Tagen und in 35 Tagen. Ja gut, wir hatten ja pausiert gehabt. So, die Bauleiste ist wieder, kann wieder weitergefüllt werden. Und was bauen wir? Das ist schon ein großes Problem. Gerade jetzt in den Kriegszeiten ist vieles nicht produktiv. Wir werden halt hier in den neuen Staaten dann viel ausbauen können. Aber das ist halt Zukunftsmusik. Zuckerplantagen ausbauen aufs Maximum. Können wir machen. Dann haben wir zumindest erstmal was zu tun. So, da wird gekämpft. Wir gewinnen ganz eindeutig eine Offensive. Und da oben. Schlacht in Hannover. Scheiterte Verteidigung. Ach, das war irgendwann. Okay, das war irgendwann mal. Ist keine laufende Schlacht. Ja. Also die Marineoffensiven finden statt in 15 Tagen. Hier haben wir Gebiet erobert. Und da geht's weiter. Der Norddeutsche Bund ohne die Franzosen
Ja gut, vielleicht hat er sich hier auch verpokert. Zu viele Bataillone, zu viele Generäle hier an die Ostfront geschickt und die Westfront ist unverteidigt. Ja, hier der Vasall, der versucht ja noch zu verteidigen. Aber scheitert. Scheitert kläglich. Sachsen, Coburg und Gotha, keine Chance. Gegen die Belgier. Und damit schwindet euer Kriegswelle. Und zwar dramatisch. Dramatisch sinkt der Kriegswelle der Norddeutschen. Moment. 4% eures Landes ist besetzt. Ihr habt auch schon eine 500.000 Verluste zu beklagen. Und die Briten haben ganz viele Radikale. Ja. Und ihr Land ist zu 10% besetzt. Da geht es vor allem jetzt hier um die Ländereien in Afrika. Und bald finden die... Oh. Moment. Okay, wir gewinnen hier. Ganz klar, ganz eindeutig. Die Marineschlacht, die Seeschlacht. Und hier findet schon die Bodenoffensive statt. Da hat schon... Ah, wir sind hier schon... Nein. Moment. Ist hier der Stand der Dinge? Also wir haben ja schon in Norddeutschland eine AQ gebildet. Aber wo sind die Generäle? Hier findet auf jeden Fall eine Schlacht statt. Und wir gewinnen die Bodenoffensive. Jawohl. Die Bodenoffensive wird gewonnen. Und bewegt sich dahinter noch eine Seeschlacht gerade? Ah, weiß ich nicht. Bisschen merkwürdig gerade. Aber da wird gekämpft auf jeden Fall. Hier. Jawohl. Und gewonnen wird er. Gekämpft und gewonnen. Sehr schön. Ja. So. Das Osmanische Reich hat ein Embargo gegen uns verhangen. Nach dem Krieg müssen wir unseren Ruf wieder verbessern. So. Und wir müssen weiter ausbauen. Oder können weiter ausbauen. Und möchten das natürlich auch. Vielleicht bauen wir unsere Kasernen noch weiter aus. Oder unsere Marinebasen. Das geht natürlich auch. Namaqualand. Mal 10 Stufen. Hereroland 10 Stufen. Vanuatu 20. Kasernen. Island auf 100. Okay, auf jeden Fall jetzt wieder gut. Hat unser Bausektor wieder gut zu tun. Und ich nehme an, dass gleich die Gegner kapitulieren werden. Wir haben ja keine Chance. Wir haben noch keine Chance. Ohne Frankreich. Schaut mal hier. Die Norddeutschen, die würden das so schon akzeptieren. Also alle unsere Kriegsziele würden angenommen werden. Und die Briten, die akzeptieren das noch nicht. Sogar deutlich noch nicht, obwohl sie keinen Kriegswillen mehr haben. Und wenn wir jetzt sagen würden, Sachalin zurückgeben, wenn wir das rausnehmen würden, dann wären die Russen damit fast einverstanden. Und die Briten wären da auch viel mehr zugeneigt. Und das wäre vielleicht eine interessante Angelegenheit, dass wir das versuchen sogar so anzustreben. Nicht petzen gehen, bitte. weil dann könnten wir diesen strategischen Kniff
vielleicht bei nächster Gelegenheit ja nochmal anwenden. Weil das war ja die einzige Möglichkeit hier, Sachalin zurückgeben als Kriegsziel, um die Russen auf unsere Seite zu bekommen. Also das wäre doch optimal, wenn das so akzeptiert werden würde. Ja. Da war kurzzeitig eine Front nicht besetzt. Also müssen jetzt die, als nächstes die Briten, die müssen wir jetzt zermüben als nächstes. Vielleicht starten wir dann nochmal eine weitere Offensive. Der André de Croix. Ah, ich würde von an der Stelle so gerne dann zu den Sachen springen können. Okay, also eine Sache habe ich jetzt bemerkt. Die, wenn man hier drüber geht, wird die entsprechende Front geleitet. Das habe ich bisher gar nicht gewusst. Okay, also der ist hier, der André de Croix. England-Akku, alles klar. Moment mal kurz. Hier die nächste Offensive. Wieder André de Croix, aber er verliert leider, weil die Briten mehr Bataillone haben. Ah, schmerzlich. Okay, und die Bataillone, die sind alle in Norddeutschland, Haku. Der Emanuel kämpft der gerade. Er kämpft hier, der Josef. Der Josef kämpft da. Ah, und da haben wir sie alle. Da haben wir die ganzen Generäle. Und wir versuchen mal den Josef. Ne, der kämpft ja da. Den Emanuel als nächstes mit einer Marineoffensive hier rüber zu kriegen. Vielleicht mal hier ein bisschen weiter hinten. In Yorkshire. In Emanuel. Und in Lowlands. Ne, da muss ich nochmal nachschauen. In Fernand. In Fernand. Zu den Lowlands. Jawohl. So. In der Theorie sind wir hier überlegen. Aber die Schlacht hier, die verlieren wir jetzt trotzdem gerade. Oh, schon wieder nichts im Bau. Krass. Ja gut, dann bauen wir jetzt erstmal kurzfristig nichts. Der Krieg ist gleich vorbei. Der Krieg müsste gleich vorbei sein. Ah. Noch ein bisschen die Briten zermürben. Dann haben wir das.
Okay. Immer den Marsburg ruhig mal hier rüber. Als wir den hier überhaupt auswählen können. Ne, kann man nicht. Wer ist denn der Stärkste? Von denen, die wir hier auswählen können. Wahrscheinlich der Spielman. Okay, die sind nach Bataillonsstärke sortiert. Dann nehmen wir ruhig mal den Spielman hier rüber. Hubert Marsburg. Den wollte ich ja eigentlich vorher schon haben. Okay. Auf geht's, auf geht's. Und hier gewinnen wir, klar, gewinnen wir da. Und hinten haben die Russen Probleme. Was ja für unsere Geheimtaktik gar nicht mal so verkehrt ist. Ja, da rücken die Deutschen schon mal weiter vor. So. Da kommt es nochmal zur Schlacht. Gegen die Briten. Wir sind wieder in der Offensive. Und ja, wir werden wieder leicht verlieren. Ja, was haben wir hier für ein Ereignis? Plus 20% Moralschaden, okay. Und hier oben findet eine Schlacht statt. Schade. Da verlieren wir. Mist. Okay. Hier finden auch noch Seeschlachten statt. Ja, die Seeschlacht gewinnen wir ja. Das sind natürlich auch Verluste, die den Kriegswettern langsam brechen. Genauso wie diese Verluste. Und da wird noch mobilisiert. 11 Tage lang. Die Schlacht haben wir gleich verloren. Fernand. Der wird dann wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen. Okay, die Schlacht haben wir gleich gewonnen. Und hier, nächste Bodenoffensive. Und die verlieren wir auch. Und die verlieren wir sogar ganz klar. Ah, das ist schwierig, das ist schwierig. Also hier hat man Fuß gefasst, aber da kommen wir kaum voran. Wie sieht's hier aus? Da verlieren wir auch. Ah. Die Landungsmanöver sind schwierig. Und hier verlieren wir. Da verlieren wir. Oh, eine ganz schlechte Offensive. Durch mangelnde Marineunterstützung. Minus 50%. Boah. Okay, das ist natürlich krass. Das ist heftig. Mangelnde Marineunterstützung. Ja, da werden wir überfallen. Hier sieht man es auch noch mal deutlich, wo wir überfallen werden. Küste von St. Helena. Westliches Mittelmeer.
Die kann man nicht wegschieben. Okay. Warum kann man mit dir gar nichts machen? Keine Ahnung. Moment. Müsste patrouillieren, Vorbereitungszeit 14 Tage. Und der ist im Südafrika, Hakko. Wenn wir den nehmen und sagen, kommen wir jetzt eskortieren hier nach oben. Dann würde er die beiden roten Punkte da wahrscheinlich abdecken. Und hier wird ganz, ganz viel gekämpft. Da verlieren wir leider auch ganz viel, ja. Und da gewinnen wir mit Sicherheit. Jawohl. Hier wird noch gekämpft, alles klar. Das ist gut. Aber leider gegen Norddeutschland. Ich würde natürlich lieber gegen Briten kämpfen, die weiter zermürben. Und hier gewinnen wir eine Offensive. Das ist sehr stark. Sehr stark von André de Croix. Hier haben wir einen 80er. Damit könnten wir eigentlich nochmal eine Offensive starten. Damit könnten wir doch hier nochmal eine Offensive starten. Den Fernand, den nehmen wir. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Kriegswillen an. Okay, das ist gut. Also Russland würde das schon akzeptieren, inklusive unseres Tricks. Aber wir müssen Großbritannien halt noch weiterbringen. Angefochtene Kriegsherde gegen Verbündete. Also wenn wir Nordrhein rausnehmen würden, dann wäre Großbritannien da sogar noch das sogar noch mehr akzeptieren. Übersicht. Kriegskosten 116 Millionen. 116 Millionen. Und hier bin ich mir nicht sicher. Kann sein, dass da die Franzosen nicht mehr mitgezählt werden. Ah, hier sieht man es doch nochmal genauer. Ah, sind die Franzosen nicht mehr dabei. Und da wurde eine Seeschlacht durch die Russen verloren. Okay. 60 Flottillen auf der Seite der Briten. Hier finden mehrere Schlachten statt. Da nochmal die Briten gegen die Russen. Und hier stoßen wir weiter ins Landesinnere vor. Mit André de Croix. Hier haben wir nochmal eine 80er Flotte. Der Emanuel, der war ja zumindest einigermaßen gut in der Offensive. Dann versuchen wir den Emanuel nochmal hier rüber zu kriegen. Nach Yorkshire. Auf geht's, auf geht's.
Kapitulation. Die folgenden Kriegsziele wurden bei dem Norddeutschen Bund durchgesetzt. Nordrhein erobern, Westfalen erobern. Ja! Hervorragend, Leute, hervorragend. Jetzt wissen wir auch schon, was wir bauen können. Ich finde nämlich hier ganz viel im Bereich der Ressourcen ausbauen. Und Arbeitskräfte haben jetzt ja nicht so viele. Ach so, das Rheinland haben wir nicht. Wir haben Nordrhein aber. Und habe ich falsch geguckt gehabt. Aber auch hier können wir ganz viel bei den Ressourcen ausbauen. Und Westfalen. Schwefel. Schwefel, hervorragend. Ah, Schwefel haben wir natürlich besonders gerne. Problem ist halt die Produktionsmethoden. Die müssen jetzt überall angepasst werden. Das mach ich mal off-cam nach der Folge. Also. So, wir machen mit dem Krieg weiter. Wir müssen noch die Briten müssen wir noch niederringen. Ja, eigentlich akzeptieren das doch alle so. Sie werden wahrscheinlich zustimmen. Was haben wir denn hier noch? Ach, sie wollten Neuseeland befreien. Ja, das kriegt ihr natürlich nicht. Ja, wenn das alle akzeptieren, dann können wir doch jetzt sagen, los geht's. Ja. Und dann hier noch herumzicken. Na ja, gut. Dann filmen wir halt noch die ein oder andere Marineinvasion durch. In 2 Tagen, beziehungsweise in 30. Flammenwerfer freigeschaltet. 5% Tötungsrate. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt hier kein. Alle sind dafür. Kriegswille auf 0. So merkwürdig hier von der UI. Krass. Ja, gut. Da sind überall keine Haken dran. Das heißt, dass wo kein Haken dran ist, da ist nichts passiert. Wir haben einfach nur Nordrhein und Westfalen bekommen. Die Russen haben Sachalin nicht bekommen, das heißt, unseren Trick können wir dann nochmal anwenden, wenn es notwendig wird. Und jetzt sind wir auch wieder im positiven Bereich. Okay, Leute. Also, ich werde für die nächste Folge die Produktionsmethoden anpassen und uns was für die Baureihe überlegen. Ja, heftig. Heftiger Krieg. Wir haben auch sehr viele Radikale jetzt dazu bekommen. Klar, in den eroberten Gebieten. Aber das wird schon wieder. Das wird schon. Wir werden hier ordentlich für Wirtschaftswachstum sorgen, für eine Erhöhung des Lebensstandards. Und dann kriegen wir das hier schon hin. Ja. Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.